Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich lebe noch. Ihr wisst doch, Unkraut vergeht nicht, ne? Ja, es ist halt einfach manchmal so, dass das Leben dazwischen kommt. Jetzt läuft es einigermaßen und ich habe mir auch wieder vorgenommen, regelmäßiger wieder aufzunehmen. Ob ich es wöchentlich schaffe, glaube ich eher nicht. Aber ich möchte gerne versuchen, im 14-Tage-Rhythmus aufzunehmen. Ja, was habe ich heute für euch? Sachen, die ihr kennt, Sachen, die ihr nicht kennt, Sachen, die bereits ausgezogen sind. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe mir heute wieder einen schlauen Zettel geschrieben. Da steht nicht alles drauf, was ich sonst immer aufschreibe, aber so grob. Und wir fangen mit einem Projekt an, was ihr noch nicht kennt. Und zwar hatte bei uns der Rossmann, der zieht um. Also die haben eigentlich eine Filiale, also ich habe ja hier drüben so ein großes Einkaufscenter und die haben da eigentlich eine Filiale gehabt schon, sind dann umgezogen, weil die alte Filiale haben die renoviert und vergrößert und jetzt ziehen sie quasi wieder zurück in ihre eigentliche Filiale und da gab es Rabatt, 25%. Joa. Da habe ich meine Großeltern gefragt, braucht ihr irgendwas? Da habe ich für die ein bisschen was geholt, für mich ein bisschen was geholt. Ja, und dann hat der Rossmann Wolle. Ja, nie, ist klar, ne? Auf die gab es auch 25% Rabatt. Da sind, glaube ich, drei verschiedene Knäuel in meine Tasche gehüpft, in mein Körbchen. Unter anderem dieses Knäuel, das ist Sockenwolle von Schachemeier. Ich habe jetzt bloß leider die Banderole nicht mehr. Das ist so ein Braun und dann hat das eben so Farb. Klecksel, sage ich jetzt mal. Und die habe ich angeschlagen. Das werden Spendensocken in der Größe 43. Entweder für die Düsseldorfer Wollengel oder für Nächstenliebe Stricken e.V. Das weiß ich noch nicht. Aber für einen von beiden, ne? Also, so sieht die aus. Das sind jetzt 64 Maschen mit Nadelstärke 2,0. Weil mein Freund hatte ich ja auch mit 64 Maschen gestrickt. Und, also nicht mein Freund, sondern die Socken für meinen Freund. Und die waren dem ein Ticken zu weit. Also sie passen, aber sind halt, er sagt, sie könnten ein bisschen enger sitzen. Deswegen habe ich hier mit der Nadelstärke bin ich da runtergegangen. Ja, also mir gefallen die ganz gut. Soweit bin ich jetzt. Die werdet ihr also auch nochmal sehen. Das ist der erste. Da habe ich jetzt, wie gesagt, 64 Maschen, 15 Runden Bündchen und habe jetzt, glaube ich, 20 Runden Schaft. Genau. Ja, die habe ich gestrickt. Und dann kommen wir zu einem Projekt, was ihr bereits kennt. Das habe ich ja letztes Jahr im Sommer im Rahmen des Suzukas von Kirstin, also Kiwis Stricklust, Petra und mir angeschlagen. Gridlines von Susanne Sommer. Ja, da muss ich jetzt eigentlich nur noch die Ärmel stricken. Eigentlich ist gut, ne? Erst lag der ewig, weil ich zu faul war, Wolle zu wickeln. Ja, und jetzt kämpfe ich mich mühsam. Das ist die Wolle. Die ist. Wartet mal ganz kurz. Ich habe die Banderole. Die wollte ich mir eigentlich extra noch herlegen. Ja, also das ist diese Wolle. Das ist von Fadenbund, die Noemi. Merino extra fein. 100 Gramm haben 400 Meter. Genau, die habe ich schon eine ganze Weile gehabt im Stash und dachte ich, jo. Mittlerweile, also meinem Freund gefällt der Pullover nicht. Also der Pullover an sich schon, aber die Farbe. Er sagt, das Rosa ist noch nicht mal das Schlimme daran, sondern eher dieses dreckige Grau, sag ich jetzt mal, was den Pullover irgendwie fleckig erscheinen lässt. Was habe ich jetzt runtergeschmissen? Ich hoffe nichts. Ich zeige euch den mal. Das ist hinten und das ist vorne. Ja, so sieht er aus. Und wisst ihr, was er meint mit dem dreckig? Eben das hier. Er sagt, irgendwie sieht das dadurch ein bisschen dreckig aus. Petra und ich wollen noch einen zweiten stricken. Der wird dann einfarbig, sag ich mal. Und
So sieht er eben aus. Ja, also wie gesagt, nur noch die Ärmel. Da habe ich aber jetzt die Woche immer mal dran gestrickt. Da stricke ich immer parallel dran. Also ich stricke hier bis zur Abnahme, mache die Abnahme und eine Runde drüber. Und dann stricke ich auf der anderen Seite genauso, dass die immer gleich sind. Genau. So, so sehen die Ärmel aus. Jo, also an dem habe ich fleißig gearbeitet. Ich hatte zwischendurch schon überlegt, ob ich ihn überfärbe. Aber nein, ich lasse den so. Genau, den lege ich jetzt auch hier her. Also den werde ich bis zum nächsten Mal nicht fertig haben, denke ich mal. Aber ja, ich werde auch da wieder fleißig an den Ärmeln stricken. Ja, dann kommen wir zu einem Projekt, was ihr noch gar nicht kennt. Das ist nämlich mein Weihnachtsanstrick. Und zwar haben mir aus dieser WhatsApp-Gruppe von dem Karl, was ich gerade erzählt hatte, weiß ich gar nicht, wer den Vorschlag gemacht hatte, ob das Ina war oder Petra. Eine von beiden jedenfalls hat gemeint, och, ich hätte Bock, den Afra zu stricken. Der Afra ist eine kostenpflichtige Anleitung von Isabel Cramer. Und ja, ich kann ja so schlecht Nein sagen, ne? Ihr kennt mich doch. Die beiden sind übrigens. Jetzt habe ich doch was runtergeschmissen, egal. Die beiden sind übrigens wesentlich weiter als ich. Aber. Ach so, nee, so rum. So. Das ist mein Afra. Das Rot kommt hier überhaupt nicht rüber, wie es eigentlich. Oder? Wartet mal kurz. Doch, so ist es fast, oder? Ja, doch. So ist es eigentlich, wie es auch real ist. Das stricke ich mit 3-0er-Nadeln und wisst ihr was? Das Maschenbild ist ein Traum. Ich zeige euch das mal. Guckt euch mal dieses tolle Maschenbild an. So schön gleichmäßig. Oh, Hammer. Ja, da werde ich dann gleich mal in alle einen Marker setzen. Also beim Bridlines werde ich nur in einen Ärmel den Marker setzen, weil die stricke ich ja, wie gesagt, parallel. Und ich zeige euch noch mal das Muster. So sieht es aus hier vorne. Und das ist, wie gesagt, eine Kaufanleitung und gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt vorhin überlegt, Scheiße, passt der dir überhaupt? Der sieht so klein aus. Ja, aber also müsste aber passen. Also auch der Armausschnitt sieht irgendwie so klein aus, aber ich habe das laut Petras Tipp an den Pullover gesetzt, genau. Auf einen Pullover gelegt, der mir gut passt, also wo auch der Armausschnitt super passt, und habe dort noch, ich glaube, einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter drauf gemacht. Also müsste das passen. Das kann natürlich jetzt auch täuschen, weil ich es auf recht kurzen Nadeln habe. Na, ich werde den demnächst mal auf längere ziehen. Ja, also das ist unser Weihnachtsanstrick gewesen. Gefällt mir auch gut. Vor allem sind das mal nicht meine typischen Farben. Ne? Ist euch das aufgefallen? Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz Verschwindikus machen. So. Na komm hier, Wollknäuel. Mich hat gerade das Wollknäuel gefangen. Na super. Na. Ich hasse es. So, da bin ich wieder. Okay, ich habe das Chaos doch nicht beseitigt. Muss ich dann mal machen. Ich wollte euch die Wolle noch zeigen. Das ist die Wolle. Und jetzt muss ich das tatsächlich hier hinlegen, weil das hat sich um das Stuhlbein verwickelt. Genau. Jetzt zeige ich euch noch die Banderole. Ist das die? Ja. Und zwar ist das diese hier. Sieht niedlich aus, ne? Das ist Merino Sport in der Farbe Preiselbeere. Da. Und das ist von Kunstwerk, nennt sich das. Das ist, dahinter steht die Barbara Gottwig. Und das ist 100% Schurwolle, Merino Fein Superwash, 310 Meter auf 100 Gramm.
Und ich stricke, also der Nadelstärke 3 bis 3,5. Und ich stricke den eben mit 3. Und mir gefällt das Strickbild auch super gut. Wer sich vielleicht ganz, 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 ganz dunkel von euch erinnert, ist, ich hatte letztes Jahr irgendwann mal den Celtic Cardigan angeschlagen. Der ist dem Ribbelmonster zum Opfer gefallen. Daraus wird jetzt eine Miss Weasley. Ja, ich zeige es euch mal kurz. Das war das Garn hier. In der Farbe Mauve. Und das war eben auch von der Handfärberin. Genau. Das war die hier. Das ist dann wiederum eine Merino Single Fingering. Aber dazu dann, denke ich mal, beim nächsten Mal mehr. Da kann ich euch dann auch mehr zeigen. Ich habe gestern tatsächlich nur angeschlagen. Und dann hatte ich wieder, ein Problem würde ich es jetzt nicht nennen. Aber da hatte ich heute früh erst noch eine Unterhaltung mit Petra. Und jetzt muss ich erst mal gucken, was sie geschrieben hat dann. Und es ging nur um die Weite hier oben. Genau. Ja, nun kommen wir zu was, was ich euch nicht mehr zeigen kann. Wartet mal kurz. Ich kann euch noch zeigen, woraus ich es gemacht habe. Daraus. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon gezeigt hatte, die Topflappen. Ich glaube nicht. Ich hatte für meinen Freund Topflappen gehäkelt in eben diesen Farben. Das ist Garn von Hobby. Und die Anleitung ist von Carolines Welt. Aber wie gesagt, die sind schon wieder ausgezogen. Da hänge ich euch dann einfach ein Bild hinten dran. So. Und dann hat mein Freund gemeint, ich hätte gerne noch so einen Handschuh dazu. Ich bin blöde geguckt im Internet und alles gefiel mir nicht. Und dann dachte ich so, auf Ravelry hast du doch nicht geguckt. Und da habe ich eine Anleitung gefunden, die erstens mir verständlich ist und zweitens, die ich verstehe. Die ist auch kostenlos, die verlinke ich euch auch unten. Weiß ich jetzt gerade nicht von wem. Aber da habe ich eben auch aus den Resten noch den Handschuh gestrickt, wollte ich sagen, gehäkelt. Gehäkelt habe ich das mit einer 3,5er Nadel, die nicht hier liegt. Weit dürfte sie nicht sein, genau. Und auch den hänge ich euch hinten dran. So. Und dann habe ich ja für meinen Freund Socken gestrickt. Die habe ich euch aber, glaube ich, den Anfang der Socken gezeigt. Das Garn ist ebenfalls von Hobby. Und auch die sind ja mittlerweile ausgezogen. Die habe ich in so einem Waffelmuster gestrickt. Das war auch kostenlos. Verlinke ich euch aber alles unten. Und die war meinem Freund ein bisschen zu groß. Also 64 Maschen habe ich angeschlagen mit einer 2,5er Nadel. Sie passen, aber er meinte, sie könnten etwas enger sitzen und deswegen, ich will demnächst nochmal Socken stricken, so Partnersocken und da werde ich dann einfach eine 2,0er Nadel nehmen. Beziehungsweise werde ich meinem Freund mal in diese Spendensocken schlüpfen lassen. Und wenn er sagt, das ist von der Weite her okay, dann weiß ich, woran ich mich orientieren kann. Genau. So, das habe ich. Dann kommen wir zu einem Projekt, an dem ich weitergearbeitet habe. Und zwar an dem Sternenstaub von Astrid Müller. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Stricke ich aus dieser Wolle. Das ist, ist bei euch jetzt heller, die ist nicht so hell, die ist eigentlich schön dunkel. So ein Rotweinrot ist das. Macht das Sinn? Ich glaube ja. Das ist jetzt eine Merino Cotton. Und ja, so weit ist er. Da ist ein bisschen was passiert. Ich habe extra das letzte Mal einen Marker reingemacht. Aber da ist nicht viel passiert, wie ihr seht. Also da war ich das letzte Mal und das Stück ist dazugekommen. Das ist echt nicht viel. Ich bin aktuell, wie gesagt, bei den Raglan-Zunahmen. Und das ist eben nicht viel. Und ja, ein bisschen eng finde ich den, oder? Nee, ich glaube, der passte. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wartet mal. Ja, genau. Man könnte ja auch vorher die Brille abnehmen, ne? Das wäre zu einfach. So ist der. Ich finde den
Also ich weiß nicht, ob ich den vielleicht doch noch mal aufmache. Ich finde den ehrlich gesagt, davon abgesehen, dass ich jetzt gerade nicht weiß, wo meine Mia sitzen muss, aber ich finde den hier ein bisschen eng. Wobei, für den Winter passt das dann vielleicht auch wieder. Also, ich finde den. Also, er ist jetzt nicht so. Aber, ja, wobei. Ich meine, er ist halt schön anschmiegsam, ne? Genau. Wartet. Jetzt setze ich erst die Brille auf. Zack. Ja. Also, den. Wobei, ich will das nicht nochmal alles stricken. Ich werde ihn jetzt so lassen und wenn ich den nochmal stricke, dann kann ich das ja beachten und das weiter stricken. Ja, genau. So ist jetzt mein Plan. Ja, so sieht er eben aus. Ich finde das Muster auch schön. Und an dem habe ich, wie gesagt, ein bisschen weiter gestrickt. Ja. So. Dann kommen wir wieder zu einem Projekt, was ihr noch gar nicht kennt. Und zwar zu meinem Neujahrsanstrick, der kein Neujahrsanstrick ist. Also, geplant war Neujahrsanstrick, Petra und ich. Wir stricken die Socken. Socken. Was ist denn heute los? Die Handschuhe Faden. Ganz ruhig. Die Handschuhe Stimmungswechsel von Fadenstille. So rum. Das sind so zwei in dann. Zwei ineinander gestrickte irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin erst beim ersten. Da habe ich mich für diese Wolle entschieden. Die ist aus meinem letzten Adventskalender von Dorf genäht. Genau, da habe ich mich für die Wolle entschieden. Und so sieht der aus. Ich müsste jetzt eigentlich nur noch das Muster hochstricken und gut ist, aber müsste. Ja, so sieht der aus. Sieht, ich finde die Musterung interessant. Hier ringelt sich das und dann wird das hier so. Hat was, ne? Das kommt bei euch eigentlich sehr orangisch rüber. Es ist nicht so orangisch, also der Handschuh an sich. Weil ihr seht ja, ihr habt ja hier auch Pink und so drin, ne? Hier. Das kommt hier irgendwie gar nicht rüber, ne? So richtig. Also hier habt ihr es jetzt auf der Nadel so ein bisschen pinkig, aber. So direkt kommt das nicht rüber. Ich zeige euch aber mal. Ach oh Gott, bin ich halt vorbereitet, Leute. Und daraus wird dann der zweite. Ihr habt ja einen, der ist ein bisschen mit Muster. Das wird der dann. Weil der ist ein bisschen, ich glaube, der ist ein bisschen schlichter gefärbt. Und dann habt ihr eben einen ohne Muster. Und da habe ich mich jetzt für diesen bunteren entschieden. Also, die habe ich auch gestrickt. Das ist auch eine Kaufanleitung, glaube ich. Findet ihr auch auf Ravelry. Rums. Ah, ich habe was vergessen im Projekt. Ah, zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich habe es bloß gerade gesehen. So, dann habe ich noch zwei, drei Projekte für euch, die ihr noch nicht kennt. Das eine Projekt habe ich kurz vor Weihnachten angeschlagen und an allen drei Projekten ist. Katrinchen schuld. Katrinchen Kirschblüte. Ja. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Ihr wisst ja, wie das gemeint ist, ne? Zum einen habe ich mich an einen Häkelpullover gewagt. So sieht das Garn jetzt aus. Das ist das dritte Knäuel, glaube ich. Das ist auch wieder Wolle von Hobby. Und. So sieht der aus. Ja, der beult hier ziemlich, aber passt eigentlich ganz gut. Vor allem Petra findet die Farben richtig cool. Ist halt mal was anderes, ne? In meinem, für mich. Ich habe mittlerweile die Ärmel stillgelegt, da. Und im Nachhinein hätte ich jetzt tatsächlich am Körper noch zwei, drei Zunahmen machen können. Ich will das jetzt aber nicht nochmal aufmachen. Nein, ich lasse das jetzt so. Genau, ich lasse das jetzt so und jetzt stricke ich das, stricke ich, nein, häkel ich das so einfach weiter.
das ist der Häkelpullover Elin von Häkelhörnchen. Und außerdem muss ich gerade so total wundertolle, hübsche Reliefstäbchen häkeln, die ich über alles liebe. Ja, und da bin ich froh, das sind die Reliefstäbchen, über jedes Stäbchen, was ich habe. Und deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal aufmachen. Davon mal abgesehen, will ich ja eigentlich abnehmen. ja. Aber da sich jetzt rausgestellt hat, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ja, da brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich mich auf den Kopf stellen kann, wie sonst was und nichts passiert. Ja. Das Einzige, was mir nicht so richtig gefällt, ist der Übergang hier hinten. Aber ich sag mal so, es ist hinten. Ich sehe es eh nicht. Von daher, passt. So, also, an dem habe ich gehäkelt. Den habe ich, glaube ich, am 23.12. angeschlagen. Oder so. Ja, kann man mal machen, ne? Also, der ist auch noch nicht weit, ne? Dafür, dass ich am 23.12. angeschlagen habe. Aber ihr wisst ja, ich gehöre ja zur Kategorie Langsamhäkler. Ja. So. Und dann, wann war das? Irgendwann im Januar, Anfang Januar, kam die liebe Katrin um die Ecke und meinte, wir könnten ja mal einen Karl machen. Also einen Karl mit C, also einen Crochet-Along. Hat uns verraten, es wird eine Decke. Und hat uns verraten, 2000 Meter. Ja. Und weil ich voll ein an der Waffel habe, ne, und zwar voll, habe ich gleich zwei angeschlagen. Ich will nicht wissen, was mich geritten hat. Besonders bei dem einen. Dort war ich echt schon teilweise so kurz davor, das Ding in die Ecke zu pfeffern. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ich zeige euch erstmal den einen. Und zwar zeige ich euch erstmal die Bobbel. Tada! Das ist der eine. Das sind 2000 Meter vierfädig von Mega Bubble. Die habe ich bei eBay bestellt. Verlinke ich euch aber alles unten. So sieht er eben aus. Gefällt mir auch richtig gut. Der lässt sich auch gut verhäkeln. Zeige ich euch jetzt mal den Anfang bisher. Wir sind jetzt kommt immer dienstags ein neues Video online. Ich verlinke euch das erste Video mal oder ja, das erste. Und so sieht das jetzt aus nach Woche 7. Ja, wenn ihr mal gucken wollt, ich schreibe euch auch mal den Hashtag unten rein für Instagram. Da könnt ihr mal gucken, was die anderen so für Farben und so haben. Ja, also soweit bin ich da jetzt. Ich versuche eigentlich immer zu häkeln, wenn das Video rauskommt an dem Tag. Aber das ist ja kein Problem. Ich zeige euch gleich das andere. Und dann wisst ihr, was ich meine. So, also das wird auch die Decke für mich. Und dann habe ich gedacht, ja, könntest du ja noch eine zweite anfangen für deinen Freund. Zeige ich mal den Bobbel. Tada! Das ist der Bobbel. Schöne Farben, so Regenbogen. Ich finde die aber nicht zu kitschig. Also ich finde die schon männertauglich, aber nicht häkelfreundlich. Jeder, der schon mal schwarz verhäkelt oder verstrickt hat, weiß, was ich meine. Es ist eine Katastrophe. Jetzt bei dem Licht geht es. Aber abends? Nein, definitiv nicht. So, und da kann ich euch... Das ist ja dasselbe wie das andere Läppchen. Aber ich zeige es euch auch nochmal in schwarz. Jo, also wie gesagt, da bin ich... Da sterbe ich regelmäßig. Und da waren jetzt auch zwei Runden hintere Reliefstäbchen. Ich hatte die bisher noch nie gemacht, nur die vorderen. Und jetzt waren hier zwei Runden hintere Reliefstäbchen. Oh, ich dachte, nein. Ich habe drei Kreuze gemacht, als ich die Runden hinter mir hatte. Ja, so ihr Lieben. Das war's. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Marker reinmache, dass ihr seht, wie viel ich
zum letzten Mal gemacht habe. Wobei ich erkenne es ja ungefähr. Mal gucken. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich werde jetzt gleich mal die Bilder raussuchen, dass ich die hinten ranhängen kann. Dann werde ich alle Links raussuchen, dass ich die euch unten reinschreiben kann. Und dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass sich mein Internet nicht so zickig hat. Das wisst ihr auch noch gar nicht. Ich hatte ja tierischst Internetprobleme. Mein Internet war. Oh, ich bin verpönt geworden. Da habe ich zwischen Weihnachten und Silvester, erzähle ich euch jetzt noch fix, hatte ich das Problem, dass früh im Homeoffice mein Internet immer ging. Das ist ja gute Töne. Und abends habe ich dann gesagt, nö, kein Bock mehr. Ich konnte weder YouTube-Videos gucken, noch Google befragen, noch irgendwas mit dem Internet machen. Und permanent Videos über den, über das Datenvolumen zu gucken, ist auch blöd. Ich dann also irgendwann angerufen bei meinem Anbieter, eine total nette und sympathische und tolle Frau am Telefon. Also muss ich echt sagen, es war eine richtig Liebe. Und am nächsten Tag haben die tatsächlich schon die neue Box auf den Weg geschickt. Es lag nämlich an meiner Fritzbox. Die hatte keine Lust mehr. Und ich habe die erst im April gekriegt gehabt, ne? Und seitdem läuft mein Internet und ich hoffe, dass es vielleicht auch dadurch relativ fix geht mit dem Video hochladen. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich es auch als Premiere. Mal gucken, je nachdem, was mein Internet sagt, wenn es fertig ist mit Hochladen. Lasst euch überraschen. Ja, ich werde jetzt überall Marker reinsetzen und ich werde aber jetzt gleich dann nochmal rausgehen, das schöne Wetter genießen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Seid fleißig am Stricken und Häkeln oder Nähen oder was auch immer ihr macht. Und ich verabschiede mich. Macht's gut. Ciao.